bekloppt. Und ich kann ständig Elfriede rumrennen. Boah, ist das eklig, ey. Alter, die klingt wie meine letzte Olle. Naja, geilen Eierhälse, da sind wir mal wieder bei der weiteren Löschenrunde, konjugendes Haus. Nachdem wir im letzten Part ein bisschen in Elfriede reingerannt sind, versuche ich diesmal anders und hoffe, dass es ein bisschen flatter vonstatten geht, dass wir diesmal Elfriede nicht so oft über den Weg laufen müssen. Ich habe leider vergessen, wo wir langlaufen müssen. Ich bin völlig perplex und dumm. Genau, wir waren auf jeden Fall hier lang. Denn hier ist Alberto. Roberto. Ich habe übrigens festgestellt, woran es mit der Dunkelheit liegt. Vielleicht ist ja einer von euch technisch genug bewandert, um mir da einen Hinweis zu geben. Und zwar, wenn ich ein Spiel in der Vollbildanwendung starte, wird es dunkler. Also werden meine Monitore dunkler. Als wenn ich ein Spiel einfach nur im Fenstermodus spiele. Ergibt keinen Sinn. Für mich. Aber ja, ist so. So, da kommt Elfriede wieder. Hoffen wir mal, dass wir ihr dieses Mal entkommen können. Meine Facecam ist schon wieder so weit oben. So, rennen wir einfach mal. Ums Eck und hoffen, dass Elfriede da jetzt nicht wieder auftaucht. So wie letzte Mal. Rinder. Und Tür schließen. Perfekt. Wir sind im Safe Room, wir können speichern. Das werde ich auch jetzt sofort tun. You can't save the game now. Warum nicht? Get rid of your enemy. Ich bin rid of my enemy. So, dankeschön. Apply. Jetzt haben wir die Taschenlampe. Die Frage ist jetzt natürlich, wenn die jetzt immer wieder, ganz ehrlich, wenn die jetzt immer wieder random auftaucht, dann werde ich das Spiel nicht mehr weiterspielen. Weil auf so einen Kack habe ich keinen Bock. Das war mir einfach zu random. Die kommt ja wirklich aus dem Nichts einfach immer irgendwo her. Und taucht einfach so auf. Ohne dass wir sagen können von wegen, okay, wir können es steuern. Oder es wird gesteuert. Manche Spieler haben ja das so, dass man, sag ich mal, einen gescripteten Abschnitt hat, wo die halt immer auftaucht, die alte. Was halt hier leider nicht der Fall ist. So, das war der Pupenraum. Hier war es auch finster. Aber wir haben ja noch diverse Räume. Ey, der sprintet aber auch wirklich nicht lang. Das ist wirklich ein extrem beschissener Sprint, den er hat. Guck mal, ich sprinte jetzt. Okay, es geht. Wieso machst du das nicht jedes Mal so? Du brichst manchmal mittendrin im Sprint ab. Das finde ich halt richtig dumm. Hier ist noch ein Safe Room, oder? Oder ist es derselbe? Ist ein anderer. Ich weiß ja nicht, wo wir jetzt hierher gekommen sind, aber ich nehme den einfach mal. Ich apply mal den Speicherstand. Keine Ahnung. Und nutzt das Ganze jetzt mal. Da ist jemand in Overwatch angekommen. Ach, guck mal, da ist der Keller. Den kennen wir ja aber schon. Ich will mal in diesen... Ich verlaufe mich hier sowieso nur wieder. Tentakel Room. Okay, hier war der Gang... Okay, das war komisch. Das Spiel hat ab und zu so kleine Laderuckler. Ist ein bisschen nervig. Ein bisschen sehr sogar. Scheinbar rennt die jetzt hier immer rum. Finde ich nicht schön. Finde ich gar nicht schön. Das ist so ein gestalterisches Element. Muss ich ehrlich gesagt gestehen, habe ich wenig Lust drauf. Ich weiß auch nicht, wann man die immer erwarten soll. Wenn das Licht blinzelt. Boah, Alter. Also gruselig ist es ja schon. Muss ich mal echt gestehen. Sogar sehr. Ne, da waren wir schon. Da ist der M. Genau, hier war MC Tentakel. Perfekt. Dann kann ich jetzt in den Raum reingehen. Und hoffen, dass ich da irgendwas Schönes finde. So. Kann ich das Klo hochmachen? Kann ich in den Spiegel gucken? Wofür habe ich denn jetzt die Taschenlampe hier? Wenn ich hier nichts finde. Willst du mich doch roffeln, Spiel? Du willst mich doch einfach nur roffeln. Hä? Ich habe jetzt einen scheiß Schlüssel? Eine scheiß Taschenlampe? Die mir nichts bringt? Ich werd bekloppt. Und ich kann ständig Elfriede rumrennen. Boah, ist das eklig, ey.
Alter, die klingt wie meine letzte Olle. Nein, alles gut. Hä? Ich war doch aber, Moment mal kurz. Ich war doch vorhin in so einem komischen. Das war hier den Flur runter. Wenn er nicht so finster wäre. Genau. Ist doch gut, Elfriedchen. Wo war denn jetzt der eine Raum, den ich suche? Nee, hier war es nicht. Elfriede, Elfriede. Was muckst du denn da? Das war hier? War doch irgendwo diese komische Bibliothek-Scheiße. Wo Batterien lagen, die will ich wenigstens haben. Ist ja gut, Elfriede. Knarzt halt mit den Türen. Den hatten wir noch nicht, den Schlüssel, genau. Entweder da lang oder hier lang weiter. Ich schau erstmal hier lang. Hier war der eigentliche Schlüssel, den wir zuerst bekamen. Genau. Und hier war eigentlich, soweit ich weiß, nichts. Nicht großartig zu. Elfriede! Na, Fräulein? Willst du mir gruseln? Oh. Das Licht ging immerhin an. Ich höre Gruselgeräusche. Ich höre enorme Gruselgeräusche. Hier war ich doch aber auch schon. Ich verlaufe mich hier nur. Was ist das für ein Spielchen? Ich will mich nicht nur verlaufen. Ich will auch mal einen Weg finden. Wahrscheinlich liegt's an mir. Ich bin zu dumm für so eine Kacke. Ja, natürlich. Ach, hier waren wir doch auch schon. Hier ist MC Gabel. Was muss ich jetzt eigentlich machen? Genau, ich habe finde den Taurus Key, finde 5 Artefakte, finde den Padlock Code, finde den Pischus Key und finde den Box Key. Also ich muss wirklich sagen, es ist nicht mein Gameplay. Rumrennen und Sachen suchen. War es noch nie, wird es auch nie sein. Ich weiß, dass ich zu doof bin. Was habe ich eigentlich nochmal? Press Enter, A-Button. Padlock Code Number ist, First Number ist 8. Flashlight was found, Aries Key und Scorpio Key. Okay, Aries und Scorpio. Das heißt, es gibt Türen, die ich jetzt zweimal aufmachen kann. Weil ich jetzt zwei Schlüssel habe. War ich hier hinten? Ja, hier hinten. Von da komme ich doch, ich Idiot. Was bist du denn für eine Kleine? Du bist mir noch gar nicht aufgefallen. Mega hübsch. Puppenraum. Ich glaube, hier ging es auch ein bisschen weiterer. Der falsche Taurus habe ich noch nicht. Aber hier hinten ist bestimmt irgendwas. Was ich übersehen habe. Hier war die Padlock, ne? Genau. Dann war da hinten der Raum. Haha, ich habe endlich den Weg wieder gefunden. Ich gehe da jetzt auch mal zuerst hin. Bevor ich in die Dunkelheit da abdrifte. Mische ich mir erstmal ein paar. Oh Gott. Diese teilweise einploppenden Grafikglitches sind fürchterlich. So, gib mir mal die Flashlight Battery. Das ist nämlich sehr gut. Jetzt kann ich nämlich so eine Art Munition sammeln. Für meine Taschenlampe. Die ich jetzt erstmal ein bisschen sparsamer einsetzen werde. Sehr gut. Überall Batterien. Alles voll hier. Sehr, sehr gut. So, dann werde ich jetzt in diese Dunkelheit abdriften. Hier ist noch eine Batterie. Nochmal sehr viel guter. Aber jetzt würde mir nichts mehr einfallen, wo ich hin könnte. Denn im anderen Scheißhaus gab es keinen Schlüssel. Und hier ist nur eine Batterie drin gewesen. Tolle Karte. Das heißt, ich muss gucken, dass ich mit dem Schlüssel irgendwo hinkomme. Was ich ehrlich gesagt nicht so geil finde. Weil ich mich immer verlaufe. Ich probiere es gleich mal im Keller. Ob ich hier weiterkomme? Mini-Ruckler. Nee. Okay. Nicht.
Moment, ich hab den. Ich renne! Wo ist sie denn? Aber ich sag's ja, die taucht einfach random auf. Das nervt mich. Sowas mag ich nicht. Versuchen wir es mal oben. Ich habe jetzt im Prinzip schon hier unten fast alle Türen durchprobiert. Soweit ich mich entsinne. Also versuchen wir es mal nach oben. Oder ist hier noch was? Nee. Die Batterie ist komplett leer. Bringt mir auch nicht mehr viel. Das ist der Schlüssel, den hatten wir ja schon. Dann nutze ich den Safe Room einfach mal. Denn ich höre sie schon wieder um mich rumschlawenzeln. Oh, tolles Gameplay. So, wenn jetzt oben nichts ist, dann. Sorry. Habe ich echt keinen Bock mehr. Ey, sorry Leute, ich habe keinen Bock. Ist mir alles zu behindert. Hä, wo geht's denn hier? Ich werd nicht schlau aus diesem Spiel. Ach, die Alte, ey. Wenn die nicht rumröcheln würde, wisst ihr? Ich würde sie ja trotzdem nehmen. Elfriede, bisschen was hast du ja. Bisschen Zähne putzen, dann geht das schon. Ach Gott, Alter, ist das belastend. Hier ist natürlich der Scheiß. Hier ist aber auch nirgendwo etwas zu finden. Find Libra, den hatten wir ja schon irgendwie, aber den habe ich letztes Mal vergessen, beim Livestream aufzunehmen. Wo muss ich denn hin? Was ist hier die Aufgabe dieses Spiels? War hier, nee, hier war. Okay, ist einfach nur locked. Okay, Nas! Ich hab keinen Bock mehr! Da ging es auch nicht weiter, soweit ich weiß. Ja, genau, die Tür besteht nämlich aus Stuck. Okay, ich versuch's nochmal hier lang. Dann hier hinten rum. Ach ne, hier waren wir ja gerade eben. Ach, fick. Nochmal geradeaus. Sprinten. Oder einfach gemütlich gehen. Ich schlendere einfach mal. Hältst du davon? Ey, Friede, jetzt kannst du mir ja nicht mehr. Ich bin nämlich langsam. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, die hat aber auch einen Inhale drauf. Alter, da wäre jeder Slam-Metaler neidisch. So. Hier war das, genau, Kellergelumpe. Und von hier kam ich nicht, nee. Hier ging es nämlich zu dem Kiescheiß. Hier war das Bad. Und hier war die Bücherei. Ich guck einfach nochmal. Irgendwo muss doch was sein. Wenn hier schon Batterien liegen? Ja, warum denn nicht, wa? Alter Schwede. Das ist hier eigentlich für Scheiß. 5391. Ernsthaft? Ich lach mich schief. Ein Schlüssel, der Taurus-Key. Wunderbar herrlich ist das, Frau Schmidt. Wow, ich habe einen Schlüssel gefunden. Schön. Find Liberty, find Artifacts, find Padlock Code. Haben wir eigentlich noch so Taurus Key Padlock Code Nummer First Nummer 8? Okay. Aber wo ist der Padlock Code? Immerhin habe ich jetzt einen Schlüssel. Mit dem kann ich ein paar Sachen machen. Denke ich mal. Gut. Aber wo bringt mich Taurus nochmal hin? Oh, fuck, ey. Jetzt komme ich ein bisschen weiter, weißt du? Und da kommt bestimmt gleich Elfriede und sagt so: Nö, nö, nö. Ich fress dich mal auf.
Safe Room. Schnell hin. Schnell hin. Schnell hin. So. Erstmal speichern. Immerhin habe ich einen Schlüssel gefunden, Leute. Das ist ja schon mal was, nicht? Den ollen Taurus-Key. Jetzt kann ich also Taurus-Türen öffnen. Das waren noch die mit dem komischen Geschnörkel da drauf. Das ist ein bisschen nach oben Zeichen aussah. Oder? Irre ich mich da gerade komplett? Ist das hier nicht der Taurus? Ja, Wollowitz. Boah, ist das grotesk, ey. Was? Ich konnte gerade irgendwas machen. Nur was? Ah! Oh, ist das eklig, ey. What's that? It's the code is 3, okay. Last number is 3, immerhin habe ich die letzte Nummer. Boah, Elfriede, ey. Das ist schon so ein komischer Goblin. Vielleicht kann ich ja hier irgendwo auch coole Sachen machen. Boah, ey. Hab ich mir gerade eingeschissen. Ist aber auch eklig, so eine Sachen zu machen hier. Spiel! Kannst du doch nicht mit mir machen! Wollte zwar auf ein Date mit der Kleinen, aber so wichtig war es mir dann doch nicht. So, ich habe eine letzte Nummer, das heißt, die ist irgendwo aufgemalt oder was? Auf welchen Bildern oder Rahmen oder was ist hier los? Ach! Schau mal, guck! Eine 8! Mitten an den... Mhm. Vor allem sieht man die so kaum. Die sind total versteckt, ich muss aber mit der Taschenlampe immer hinleuchten. Wisst ihr was? Ich habe jetzt 3 von 4. Unspecified Position 8, Last Number 3, First Number 8. Das heißt, es kann also nur durch Rumprobieren auch gelöst werden. Und wisst ihr was? Das werde ich auch machen. Das Spiel kann mich mal an der Puppe schmatzen. Ich gehe da jetzt hin zu dem Padlock-Ding. Ach, die Tür war ja aus Stuck, genau. Und mach das jetzt einfach per Hand. So. Wenn Elfriede denn nicht kommt. Denn wir wissen alle, Elfriede liebt uns. Einfach schwimmen, schwimmen, schwimmen. Und rumprobieren, rieren, ada. Oder so. Nee, hier bin ich falsch. Völlig falsch, falsch, falsch. Na gut. Vielleicht klappt es ja irgendwie. Erstmal Safe Room, ganz wichtig. Ich habe eine Nummer gefunden. 2 sogar. Da-di-di-di-di. Da-di-di-di. Mana, mana. So, wir haben die letzte Nummer 3, die erste Nummer 8. Und 8 ist irgendwo anders. 3. Versuchen wir es mal. Erstmal hier mit 3. 8. Und dann muss die 8 hier irgendwo anders sein. Dann werde ich mal ein bisschen probieren. Wir sehen uns dann gleich, wenn es fertig ist. Ich hab's verkackt! Ich hab's verschissen! Ich hab so lange da rumgestanden, das heißt, ich werde doch irgendwann mal suchen müssen. Aber Leute, das mache ich irgendwie im nächsten Part. Ich habe da jetzt gerade überhaupt keinen Bock drauf. Das ist mir einfach alles zu anstrengend. Sorry, das ist mir einfach alles zu anstrengend. Dieses Spiel ist... Nee, ist nicht meins. Ich gebe dem noch eine Chance, wenn ich einen Padlock-Code und so habe beim nächsten Mal. Aber... Vielleicht wird's ja ein bisschen besser. Auf dann auf bald, auf Wiedersehen, Tschüssikowski, bla bla bla.